So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Might and Magic Heroes 6, wo jetzt haben wir's. Im letzten Part haben wir mit der Anastasia-Kampagne angefangen, also mit der Untoten-Kampagne. Und ja, wir wollen ein paar Orks töten und unsere Krypta weiter ausbauen. Ist ja gar nicht mehr so verkehrt. Was können wir als nächstes basteln? Das ist eine gute Frage. Theoretisch haben wir Festium gar nicht mal so blöd, weil es auch die Kreaturen vermehrt. Den Dorfplatz ausbauen wäre auch ganz gut. Kostet 2.500, können wir uns leisten. Können wir schon ein paar kleine Mauern hinsetzen. Und dann die komischen Orks hier erledigen. Ja, sollten wir auch ohne Verlust hinbekommen, wenn wir gut sind. Jetzt habe ich was gesagt, was ich nicht bin. Au. Wobei, ich könnte es extrem schlau machen. Ich mag den Zauberspruch, der ist so nützlich. Wow, macht er Schaden. Also fast schon viel. Anscheinend bin ich doch gut im Game. Keine Verluste. Wird man häufiger haben bei der Untoten-Kampagne, dass man kaum Verluste haben möchte. Ja, Blauschnabel. Mein Geist wird stärker. Schön, dass selbst der Rabe mich lobt. 20 Mana und 2 Mana-Rack. Ganz nett. Jetzt hat die Frage, ob wir uns doch mit den Elementaren kloppen. Ich meine, der Erdelementar kann man machen. Der ist nicht so schlimm, aber der Luftelementar kann echt fies sein. Was erwacht er denn eigentlich? Ein Holz? Was ist das? Wow, ein Holz, ein Erz. Nee, der lohnt sich nicht. Was haben wir hier? Schriftläufer, kollektive Schwäche. Der Erdelementar lohnt sich schon. Den nehmen wir auseinander. Den Luft lasse ich einfach mal. Acht Stück. Die Dinger sind ziemlich flott dafür, dass sie nicht so flott aussehen. Was hat er jetzt mit mir gemacht? Ah, alles klar. Hat mich kurz handlungsunfähig gemacht. Kann ich auch. Komiker. Und ihr müsst halt der Gute bekommen, ständig HP zurück. Makloser Angriff. Auf wen gehen wir das am dümmsten? Ich würde sagen, auf die, ja. Wollen wir zuschlagen? Warum nicht? Erwecken. Einer bleibt tot, meinetwegen. Aber den Klumpensteinhaufen haben wir erledigt. Vermindert den von allen Feindeinheiten verursachten Schaden 512%. Das könnte auch nützlich sein für später. Können wir noch irgendwas Nützliches bauen? Ja, wir können das Ding ausbauen, ist auch nicht mehr so blöd. Gibt uns mehr Gold, gibt uns die Möglichkeit, bessere Einheiten zu bauen später. Jetzt will ich ja noch 2 Runden hier lang hier rumlaufen. Bis ich noch Einheiten rekrutieren darf. Und dann gehen wir langsam in Richtung da rein. Ich denke mal, die Wölfe können wir auseinandernehmen. So schwer sind die Wölfe auch nicht auseinanderzunehmen. Die sind eigentlich, außer der Schwarzwolf. Schattenwolf ist es ja, Entschuldigung. Eigentlich ganz einfach. Die haben gar nicht mal so eine heftige Zugweite. Das ist ja interessant. Ich glaube, wenn ich ein bisschen Schaden mache, kriege ich ihn, glaube ich, kaputt. Genau. Die Würfel sollten eigentlich nicht genug Schaden machen, um überhaupt irgendwelchen Schaden machen zu können. Ah, doch, jetzt kann machen wir es. Toll, schöpft einer. Meek. Nein, stimmt nicht, weil nichts einmal hintereinander zurückschlägt. Haha. Noobs. Wow, ich bezeichne also den CPU-Spieler als Noob. Sehr interessant, Leo. Sehr, sehr interessant.
Kann man die Kommentive interessant zu bauen, aber Marktplatz. Wow, der Marktplatz kostet aber viel. Ich bin überlegen, ob ich mir das Geld lieber sparen will. Ah, Marktplätze aber schon bauen. Könnte sehr nützlich sein für später. Nehmen wir noch hier das Lagerfeuer mit. Und die machen wir später kaputt. Dann nehmen wir erstmal zurück. Kann man noch irgendwas Besonderes bauen hier? Und all der Helden können wir bauen, wäre gar nicht mehr so dumm. Wenn wir später ein paar neue Helden rekrutieren können, die mir die Einheiten hinterher werfen. Und jetzt können wir uns die ersten Buis mal ranholen. So, 73 zu 76, das ist ganz okay. Aber kein Geld mehr, um was zu bauen. Wow, das Geld ist nicht gerade so ausgegangen. Oh, sehr interessant. Nehmen wir uns mal die heftige Standarte, die überhaupt nicht übertrieben ist. Ich meine, spiele privat gerade Heroes of Might and Magic 5. Und da ist die Standarte bei weitem nicht so OP. Ja, komm, weg damit. Gibt Erfahrungspunkte. Abgesehen davon. Ganz ehrlich, diese scheiß Goblins hier, die ihren scheiß Bumerang werfen, die sind so fucking useless. Die machen echt keinen Schaden. Die können echt gar nichts. Was machen wir mit Anastasia? Markloser Angriff drauf. Puh, scheiß drauf, ich krieg Nigomanti. Komm her. Bäh. Den da? Oh nein, 5 Schaden. Oh nein, der hat ihn umgebracht. Und alle hier da. Ah, Level Up, ausgezeichnet. Ja, damit haben wir jetzt die Nekromantie 2. Das heißt, ja, wir können weiter aufladen und natürlich damit auch mehr. Anastasia, kehrt deine Erinnerung zurück? Ich weiß, ihr habt mich wegen der Antworten zurückgeholt. Aber Vaters Tod ist wie ausgelöscht. Ich habe dich nicht deswegen zurückgeholt. Anastasia, es gab Zeiten, als ich den Weg der Nekromantie bereut habe. Die Verantwortung ist groß. Aber ohne ihre Macht hätte ich dich verloren. Die Greifen haben eine Tradition, zu jung zu sterben. Ich bin der untote Beweis dafür. Mir ist immer noch so kalt. Naja, wirst schon die Kälte gewöhnen. Wie gesagt, mit dem Kommandit 2 haben wir jetzt ein bisschen mehr Spielraum, um unsere Leute wieder zurück zu Leben zu holen. Und mit Level 5 haben wir Zugriff auf weitere Fähigkeiten. Bleibt die Frage, welche wollen wir uns ranholen? Blitzstrahl auf jeden Fall. Der ist sehr nützlich. Mit Level 15 können wir uns dann den Kettenblitz holen. Wir haben noch 2 weitere Punkte. Haben wir irgendwas? Schneesturm? Könnte auch interessant sein. Eisbrecher. Ewiger Winter. Gefrorener Boden. Die Eismauer. Eismauer ist gar nicht mal so dumm. Haben wir irgendetwas? Wobei, das sind größtenteils hier bei Dunkel, das sind größtenteils so Sachen, um Gegner zu ganz ehrlich, Schwäche ist auch gar nicht mal so blöd. Vermehrt den von der ausgewählten feindlichen Einheit verursachten Schaden 5 Runden lang um 33% und hier sogar nochmal um 12 weitere. Gar nicht mal so blöd. Und wir geben uns hier ein paar bisschen auf Basic, vor allem hier so auf Schaden und so weiter. Was gar nicht mal so blöd ist. Schwer zu sagen. Wobei ich wollte ja Schießkunst haben, ne? Na, geben wir schon mal Schießkunst auf das Maximum. Machst du später schon mal durch. Standarte. Herz. Ist da oben was in der Ecke? Ja, ein bisschen Gold. Hier vielleicht ein Grab oder so? Ich weiß schon. Ein Zyklop. Ah! Jetzt, wo ich Nekromantin bin, solltet ihr mir da nicht unseren Geheimhändedruck zeigen? Gibt es ein Losungswort? Oder erkennen wir uns gegenseitig an den dunklen, furchteinflößenden Roben? Anastasia. Ich gehöre einem Kult an, der die Spinnenkönigin verehrt, einen Aspekt der Drachengöttin Asha. Mein Orden schützt den Kreislauf von Leben und Tod. Wir bringen verirrte Seelen zu Asha zurück, damit sie reinkarniert werden können. Ich bin eine Art Führer für Seelen. Ich muss Elrad entsagen und der Spinnenkönigin folgen. Die Greifenherren haben immer zwei Wege respektiert.
Jene, die ohne Frage strafen, und jene, die ohne Fehl beschützen. Wähle einen und folge ihm bis zum Ende, denn es gibt keinen Mittelweg. Ich will nur die Mörder meines Vaters finden. Ein Zyklop, der eine Schatztruhe bewacht. Normalerweise bewacht der Typ mehr. Aber irgendwie ist es nicht da. Oder ich bilde mir gerade alles nur ein und das spawnt später. Keine Ahnung. Zyklop ist immer die beste Einheit, die man bei der Bastion bekommen kann, also von den Orks. Nur mal so dahin geworfen. Stadthalle. Ja, wir wollen nämlich die Kalta der ewigen Knechtschaft haben. Was? Daran erinnert sich nichts. Letzte Club zu besiegen ist Bullshit, also gehen wir runter in die Unterwelt. Wobei ich mir der Meinung war, der Zyklop bewacht tatsächlich etwas, aber irgendwie nicht jetzt. Wir machen mal. Ich kann den Blitzschleimer einsetzen. Der macht enormen Schaden auf eine Einheit, die man sieht. Es ist Jäger, es sind 24 Armbrustschützen. Das ist ein bisschen dreist. Aber hey, ich hab Nico und die 2. Bleibt mir die Frage, ob ich es aktivieren kann, bis es zu spät ist. Ja. Hab ich, wunderbar. Dann tun wir mal alles um den. Wobei ich keinen sogar erledigen direkt. Und dann setzen wir den Blitzstrahl ein. Bye! Und rein da. Scharfschützen. Scharfschützen können schon ein bisschen fieser sein. 32 direkt. Ah, wir haben die Nekromantie. Allgemein sind die... Au! Allgemein sind die Nekromanten in, Heroes 6 deutlich besser als in Heroes 5, weil wir haben zum Beispiel schon mit Stufe 1 unsere Fernkämpfer-Skelette. In Heroes 5 musste man erst die verbesserte Version davon in sich herholen. Vorher hat man sie nicht bekommen. So, dezimieren wir die mal ein bisschen. Dann machen wir nämlich doch ein bisschen zu viel Schaden. Schalten einen aus. Nice, das sollte ausreichen, um alle wieder zu beleben. Natürlich nicht, einer bleibt tot. Meinetwegen. Dafür, dass wir schon gegen Elite-Gegner hier kämpfen, ist mir ein Ghoul, toter Ghoul eigentlich in Ordnung. Da ist ein... Ne, da ist kein Money, das sind Pilze. Das ist kein Money, Leo, das sind nur Pilze. Ist da noch irgendetwas? Nö, das ist eine Wand, alles klar. Naja, Leo startet gerne gegen Wände. Kann man die Kommandie... Ah, deswegen kann ich sie nicht kaufen. Na gut, dann bauen wir die Kammer in die Kommandie mal. Halt, ich konnte mir das zweite Gebäude angucken. Ich, schlauer Hund. Aber ich habe die Kammer in die Kommandie mal gebaut. Ich weiß spontan nicht mehr, was die zweite war. Bewacht er echt kein Item? Das ist merkwürdig. Normalerweise müsste er ein Item bewachen, der Typ. Oder ich verwechsel ihn gerade mit einem anderen, der hier unten rumeiert. Ich weiß es nicht mehr genau. Tag, Preto. Zeitkontrolle. Die Zugweite des Helden nimmt 20% langsamer ab. Ah. Okay. Schätze mal, wegen dem blauen Blutkristall will ich hier hingehen. Was ist da unten? Achso, das ist, Sultana. Ah. Stimmt ja, wir sind in derselben Unterwelt, nur auf einem anderen Punkt. Nö. 10 Pretos. Aber ein gerade Gespenster gewesen. Die kann ich bald schon rekrutieren. Das ist gut. Blitzstrahl. Pretos. Und dann lassen wir uns von dem irgendwie angreifen. Au. Mag dich nicht. Thank you.
Einmal alles wiederbeleben. Und erschießen. Sehr schön. Na gut, bis jetzt noch einfach, aber es wird schon relativ bald schwieriger. Ah gut, hier haben wir Gespenster, die ich noch nicht erreichen kann. Toll. Diese Geister leiden sehr. Ich verstehe sie extrem gut. Das heißt, deine Kräfte wachsen. Du stellst dich langsam auf die Geisterwelt ein. Lady Elisabeth, glaubt ihr etwa, sie meinen Sandors Mutter? Ob Slavas Elisabeth oder sonst eine tapfere Lady, wir müssen sie befreien. Die Inquisition füllt jetzt Gefängnisse und bald füllt sie Friedhöfe. Ich weiß jetzt spontan nicht, um welche Aufgabe es geht, aber hey, wir bekommen Sachen dafür. Kollateralschaden. Was war das nochmal genau? Lady Elisabeth, eine Baronin aus dem Windhund-Herzogtum, wird von der Inquisition gefangen gehalten. Anscheinend besteht ihr einziges Verbrechen darin, von langer Zeit Slavas Geliebte gewesen zu sein. Das heißt, muss sie retten. Wenn wir sie retten, bekommen wir Erfahrung, sowie die Sandalen des Magiers. Und wir haben jetzt auch Gespenster in unserer Armee. 50 direkt, Gespenster sind cool, die haben sie schon kennengelernt. Und ich meine, ich kann jetzt sogar auch hier was bauen dafür, ne? Genau. Nämlich die Turmruine. Wenn wir hier oben selber Gespenster rekrutieren können. Nehmen wir, sieht nützlich, dass dies recht der nächste Woche vorbei ist. Ich denke mal, wir können uns mal einen Helden ranholen, der nächste Runde ein paar Boys runterholt. Das klang merkwürdig. Wen nehmen wir denn dann? Da müssen wir mehr Gespenster haben, mehr Ghule, mehr Fernkämpfer. Lunas Armee. Solange es die Luna aus Fire Emblem Fates ist. Ah, Sender. Wirklich? Okay. Ich denke mal, es passt mir. Nehmen wir Sender. 3000. Wow, bist du teuer. Okay, nächste Runde. Holen wir uns mehr Boys. Heilige Saat. Zweimal Blutkristall. Das hole ich mir. Kann ich mir die Gespenster mal vorstellen. Genau. Denn damit können wir einfach durch Wände durchgehen. Das ist so eine coole Fähigkeit. Ich gebe direkt meinen makellosen Angriff, weil sie können extrem viel Schaden machen. Das ist jetzt sehr fies, dass du das machst. Aber gut, viele Goblins sind halt doch ein Problem. Ein paar Einzelne sind harmlos, ein paar mehrere sind dann schon ein bisschen nervig. Ja, ein paar nötige Verluste. Gibt ein Holz pro Tag. Ich gebe mir Mühe, Blauschnabel. Das ist schwerer, als sich Gebete an Elrath zu merken. Wie ich es geliebt habe, früher Gedichte zu lernen. Also überhaupt nicht. Machen wir erstmal die Krams in der Stadt. Denn wir können hier ein paar Buis rekrutieren. Mit der wir dann Anastasia versorgen können. Das heißt, du wanderst mal ganz schön weit brav hier in die Unterwelt rein. Dass sie 80 Milliarden Jahre dafür brauchen, das ist gar nicht so blöd. Wie geht's hier weiter? Da geht's auch weiter. In welche Richtung ging es weiter? Ich glaube, da vorne war eine Sackgasse, deswegen gehen wir da zuerst mal hin. Genau. Und holen uns da die Items. Die Heilige Inquisition nebenbei ist gar nicht mehr untätig. Sie machen weiterhin Sachen. Allerdings wird es ja später interessant. Was ist mit Helden Greifen? Stuff. Oh, das sind schon die besseren Greifen. Und Pretos suchen auch mich angreifen. Ja. Weiß zwar nicht, was dahinter ist, aber ich will wissen, was dahinter ist. Greifen können sehr fies sein. Oh, er ist der Schlaue. Die schlaue Variante davon. Weißt du was? Ich bin noch schlauer wie du. Du haust nirgendwo hin. Also du gehst nirgendwo hin, so. Mal sehen, wie machen wir das? Ich
glaube, die Pretos will ich am liebsten. Will ich das? Na, die Ghule sollen sich von den normalen Soldaten angreifen lassen. Die haue ich nämlich weg mit einem Schlag. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig, dass er Moral bekommen hat. Aber erträgbar. Ertragbar, danke. Deutsch-Schwersprache. So, Hypogreif macht nix. 3 bis 5, weißt du was? Makelloser Angriff. Und tot. Dynastiereich Stufe 16. Ah, das ist gut. Ich weiß zwar nicht, was ich damit alles machen kann, aber hey, vielleicht kann ich mir bessere Karten am Ende kaufen. Ist ja nicht so, dass ich viel zu viel Gold habe momentan, ne? So, auf zu Anastasia. Sie braucht nämlich mehr Einheiten. Dabei kann ich mir hier mehr Gude ranholen. Sogar umsonst. Wir sind einfach nur eine Armee von Mobs. Die mobben wir zu Tode. So viel steht fest. Naja. Pretos Scharfschützen. Scharfschützen sind böse Kreaturen, die nerven. Wir gehen mal da mit den Gespenstern. Hm, will ich sowas machen? Ich kann mir meine herzigen Schwestern ziemlich auseinandernehmen. Das ist von den Pretos anhauen. Ah, danke für den Glückstreffer. Ich könnte schon alle wiederbeleben, aber ich kriege ja nochmal auf die Fresse von dem hier. Bestimmt greift die Gespenster an, weil sie näher sind, natürlich. Makellos. Und weg mit dir. Zwei Geisterleins verloren, aber es ist ertragbar. Oh, wir haben ganz viele Blutkristalle. Oh. Und ein Porter. Porter bringen uns ja meistens zu Ebenen, wo wir eigentlich irgendwelche tollen Sachen finden. Toll. Hätte so einen halben Schritt machen können. Ist auch mal schön, wenn man das erlebt. Mehr Blutkristalle. Nehmen wir uns das mal. Ist das eigentlich eine Sackgasse? Nein, ich glaube, es geht sehr regulär weiter. Ich glaube, hier unten war die Sackgasse gewesen. Kann ich vielleicht Sender gleich mal hingehen. Wenn da keine Gegner sind. Irgendwas bauen. Oh ja, Stadttor wäre ganz sinnvoll. Na gut, Sender. Gibt mal Anastasia mehr Buis. Vor allem die Gespenster können echt nützlich sein. Auch die ganzen Fernkämpfer können echt fies sein. Weil normalerweise die Fernkämpfer sind gar nicht mal so stark, der Untoten. Aber ganz viel davon zu haben ist Porno. Dunkelelementare. 16 Stück. Ja, die können manchmal ein bisschen eklig sein. Vor allem, weil sie sowas Ekelhaftes machen können. Lecker. Sie hat noch eine Menge aus, das Problem. Aber ich kann sie, glaube ich, trotzdem einfrieren. Insofern passt das. Halten wir einen mal fest und mobben einen mal zu Tode, würde ich sagen. Manchmal so viel Schaden, wie ich dachte. Wieso habe ich eigentlich nicht den umgebracht, der sowieso festgenagelt ist? Das war ein bisschen dumm von mir. Ich sag ja, wenn das Spiel zu einfach wird gerade, dann passe ich gar nicht mehr wirklich auf. Weil ich gar nicht aufgepasst habe, dass er, naja, der Falsche war. Ups. Na ja, komm, ein Geist. Gibt schlimmere Verluste. Das ist ein Zwei-Weg-Geistertor, das heißt, wir können vorher zurückgehen, das ist schon mal gut. Und hier gibt es zum Beispiel einen Mana-Trank, ein bisschen Holzer, ein Luftelementar, mit dem ich eigentlich nichts zu tun haben will. Was erwartest du dahinter? Ring der Flinkheit. Will ich das haben? Nebenbei, hier ist eine große
Eine große Festung mit einem Inquisitor, dessen Gefahr hoch ernst ist. Da ist eine Menge Scheiße drin, ne? Die kümmern wir uns später irgendwann mal. Will ich die erledigen? Ich weiß gar nicht. Nö. Auf dem Messer habe ich die Lust zu kämpfen. Das sind ja auch scheiß Viecher. Aber die nehme ich gerne auseinander. Ui, das ist ein interessanter Mob, den du mir da anbietest. Den in der Mitte frieren wir mal ein. Doch. Lass die Schwänze sich mal angreifen. Passt schon. Nur einen verloren. Ich dachte, es sterben alle. Ja, jetzt nehmen wir jetzt alle tot. Ganz ehrlich, ich habe irgendwie die Wächter gar nicht mal so scheiße in Erinnerung. Aber irgendwie bin ich gerade ein bisschen zu stark für die. Ja, Runde beenden. Ah, Tatsache, das ist der reguläre Weg hier weiter. Arkanbibliothek steigert entweder Angriff, Magie oder Verteidigung. Magie nach Wahl des Spielers. Steigerung hängt von der Erfahrungsstufe des Helden ab. 1 bis 10 plus 1. Nicht Lichtelementare. Lichtelementare ist das absolute Mega-Aids. Wenn es wirklich Elementare gibt, die ich gar keinen Bock habe zu kämpfen, sind es Lichtelementare. Null Lust. Gar keinen Bock. Überhaupt nicht. Ich hasse sie. Wir müssen da sowieso gegen sie kämpfen. Toll. Ja, komm, stellen wir so vor. 6 und 5, naja. Gibt deutlich Schlimmeres, aber... Wir sind halt durch Jades. Deswegen nämlich. Sie können sich zu einem Rand porten und danach einfach sich wieder verziehen. Ist fair, oder? Meint ihr nicht? Aber ich finde es so unfair. Nehmen wir mal noch ein paar Vestal, den ich gerade sehe. Auf die habe ich auch keine Lust. Vor allem, weil sie die Lichtelementare wiederbeleben könnte. Allerdings nicht, wenn ich sie auf Distanz halte und nach und nach runterklappe. Ich kam doch ran. Da habe ich die Bewegung ein bisschen unterschätzt. Okay. Ja, sie kann alles erreichen. Alte Bitch. Immer auf meine armen Gespenster. Stirb. Ja, okay, ich geb's so. Sie sind nicht schlimm, aber sie sind nervig. Oh, Level up. Ein Angriff Magie, ein Verteidigung Magie. Wir nehmen den Angriff auf jeden Fall. Gibt mir ein bisschen auf Blut. Ah, ich habe mich hier für die Tränen entscheiden, weil wir später genügend Entscheidungsmöglichkeiten haben, der mir da ordentlich einen Boost zu gibt. Was haben wir jetzt hier? Loot free, würde ich mal sagen. Wir sind nämlich Erfahrungspunkte, wenn ich auf diesen Charakter sowieso keine Erfahrungspunkte brauche. Na egal. Ich würde sagen, die Lichtelemente hier unten nehmen wir auseinander. Und dann können wir auch den Part beenden. 14 Stück, meinetwegen. Bestimmt wieder zwei Einheiten, yep. Ich müsste nachdenken, aber ich glaube, die gelben Lichtelementare sind die schlimmere Variante. Aber ich kann sie auch festnageln. Das ist auch mal manchmal so blöde. Ich merke gerade, Fokusangriff wäre deutlich besser gewesen. Ich habe mich geirrt. Die blaue Variante, die wir jetzt gerade treffen, ist deutlich schlimmer. Stirb. Das trifft sich ja interessant.
So, einmal zur Oberfläche, please. Hier gibt es auch wieder eine Stadt der Menschen. Die müssen wir besuchen und erobern. Da ist ein Massengrab, will ich haben. Das sind nur Sonnenritter. Oh, Sonnenritter sind also die Elite-Einheit der Menschen. Okay. Ich meine, hier gibt es auch wieder irgendeinen komischen Helden, der hier rumeiert und Blödsinn baut. Du gehst mal brav zurück zur Siedlung. Ich kann nichts bauen. Dann würde ich sagen, wir machen genau hier Schluss. Im nächsten Part suchen wir die zweite Menschensiedlung, die wir hier erobern werden. Das heißt, wir können mehr Buis rekrutieren. Gehen zum Massengrab. Ja. Vielleicht gehe ich schon mal hin. Wer bereit ist, gehe zu Asche. Wer nach Blut dürstet, komme zu mir. Ich will das nicht vergessen. Handschuhe des Greifen. Interessant. Ja, wie gesagt. Im nächsten Part machen wir hier weiter. Mal gucken, wie weit wir kommen in der Mission. Das ist eine relativ lange Mission. Ich denke mal, dass die nächsten beiden Parts schon durch sind damit. Vor allem gegen Ende, wenn wir einiges zu tun haben. Aber gut, bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.